Weg bist du. In 3. Ach so, hä? 2. 1. Wo sind wir denn jetzt? Okay, ich wende die Raupe. Wir treffen uns drauf. Okay. Ich will's hoffen. Aber wahrscheinlich sind wir einfach zurück jetzt, weil er schon gespeichert hatte nach dem Kampf. Haben wir denn unsere Sachen noch? Anscheinend. Oh. Ah ja, okay, alles klar. Ich, ja. Wir sind also hier oben gewesen. Ah, das war witzig hier, da reinzulaufen. Das war echt witzig. Und hier werden wir wahrscheinlich einfach nach oben fliegen, ne? Kann ich es mal testen eben? Geht das? Ah, Mist, das geht nicht, oder? Kann ich das mal eben? Ah, schade. Ich dachte, man kann das mal probieren. So, wir müssen wieder zurück. Wo war denn das? Ist das hier nicht gewesen? Ist verschlossen. Wo müssen wir denn hin? Lass mal gucken. War hier oben noch eine Tür? Hier nicht, nee. Okay. Hier auch nicht. Ah, hier vielleicht. Oh. Na, guck mal einer an. UJC Dog zu ihren Diensten. Juhu. Erstmal verkaufen wieder. So, wir brauchen... munitionsmäßig brauchen wir gar nichts. Wir haben 785. Aufladerate des Kühlkörpers. Die Schleuderkraft ist auch schön. Die Schleuderkraft. Für 300 mache ich mal die Aufladerate. Für den Handschuh. Weil nutzen wir ja schon sehr, sehr häufig, muss man sagen. Ne? Qualitätsprüfung. So, den Rest sparen wir wieder. Weiter geht's. Zurück zur Raupe. Und ich habe das die Befürchtung, dass es nicht einfach wird. Hello. Strom ist auch noch da. Ja. Aus diesem Gefängnis vor sich selbst ist nicht möglich. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Mhm. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Bestimmung. 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 Das erinnert mich an Matrix. Es ist deine Bestimmung. Aus diesem Gefängnis. Ja, ist doch gut. Du wiederholst dich. Ist nicht möglich. Ja. Wir müssen die Kiste... Nein, ich dachte erst. Wir kriegen echt viel Stuff, ne? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh nein, irgendeiner davon. Oder sogar mehrere sind am Leben, das weiß ich jetzt schon. Da gehe ich ganz stark von aus. Baseball! Ja! Warte. Darf ich raten? Es ist der da. Der. Oh nein! Sonst noch jemand? Ohne Fahrschein? Es ist noch jemand, ne? Ich hab's gewusst. Na? Er lässt Credits liegen. Er lässt Credits liegen. Habe ich mich doch vertan. Oh nein, es war so klar. Mann, hör doch auf! Bam! Aus einem Schädel macht zwei Schädel. Oh, da sind ja noch mehr!
Die Credits hole ich aus dem Arsch. Oh nein, da sind noch viel mehr. Oh nein, ich habe ja gar keinen Bock drauf. Er speichert, das ist nicht gut. Irgendeiner wird noch... Ich hab's gewusst. Ich bin gleich bei dir. Ja, ich komme. Beeil dich. Ja, ich war draußen und bin wieder drin. Ich erkenne nichts da draußen. Also... Verdammt, halt die Klappe. Was ist dein Problem? Sei still. Wir sind gleich da. Zum Hangar geht's dort lang. Ich weiß. Gut. Und wo fährst du hin? Bin gleich wieder da. Was? Was? Hey, komm zurück! Wie, bin gleich wieder da? Mein Gott. Das ist doch... Das ist mein Schiff. Hey, Danny! Was machen wir hier? Das ist doch kein Sonntagsausflug hier. Eigenen Augen sehen. Ich bin gleich wieder da. Folge Danny. Wie, ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen? Was muss ich denn sehen? Danny! Wo zum Teufel willst du hin? Warte doch mal auf mich! Danny Sahne von Danone. Schau auf die Beine, die nicht eingeschneit sind, sind nicht lebendig, okay? Danke für den Tipp. Muss ich mal drauf achten, wenn wir nochmal rauskommen sollten. Ich glaube, das wird die letzte Outside-Session. Vor allem, wie sie das so sagt, so, weißt du, ich bin gleich wieder da. Weißt du, wie so ein Sonntagsausflug so. Ja, ja. Danny, wo bist du? Trophäe, Abschutzstelle. Das ist ja unser Schiff, ne? Ach, guck mal. Energieumwandler. Da ist auch noch was. Credits. Können wir das nicht wieder fit machen? Liegt hier auch noch was? Ja. Max Barrow? Wer war denn Max Barrow nochmal? Wo haben wir ihn denn? Da. Okay, ansehen und abspielen. Kaya, hier ist Max. Ich brauche deinen Rat. Hast du die Aufnahmen gesehen? Das arme Kind. Ich versuche immer wieder mit Jacob darüber zu reden. Aber es ist, als wollte er mir nicht zuhören. Los jetzt, Fracht ist geladen. Finale Prüfung. Das kann alles kein Zufall sein. Ich werde herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Was haben wir denn da transportiert? Haben wir das hier hingebracht vielleicht? Das ist unser Schiff. So groß war das? Okay. Wir kriegen viel zu viel Stuff. Hey, was tust du da? Was ist da drin? Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorher nirgendwo hingehen. Okay, gut. Was? Ja, hab's dir doch gesagt. Aber... Laut Akten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich rauszureden. Du steckst damit drin. Ich hatte nichts mit der Sache auf Europa zu tun. Was ist mit dir? Ach, dieses Implantat vernebelt mir den Verstand. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich finde es raus.
Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen. Na gut. So. Hier lang. Folge Danisane. Was dachtest du, würdest du finden? UJC Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Der Kontrollraum ist direkt vor uns. Mhm. Mach dich bereit. Cool. Ich guck mich mal ein bisschen um, ne? Danny. Die da, Danny. Danny, Danny, Danny. Die da, Danny. Danny, Danny, Danny. Aha, hab's doch gewusst. Oh, hier steht ein Tankwagen. Sehr explosiv das Ganze. Ist ja eine Werkstatt hier, ne? Vor allem haben wir jetzt einfach unseren Frachter da stehen lassen, oder? Was ist das hier? Scott Dvinty. Gucken wir noch mal, was der Scott so zu erzählen hat. Wo haben wir denn? Da unten. Den hatten wir noch gar nicht. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Zugriff, aber ich komme nicht ins System. Nein, warte. Ich bin der Schichtleiter. Tötungserlaubnis wurde erteilt. Befehl aufheben! Wir sind Wachen! Befehl aufheben! Entschuldigung, dass ich gerade so lachen musste, aber das war so witzig. Nein, töte mich nicht! Ich bin der Schichtleiter. Als ob das irgendeine Identität oder so ein computergesteuerter Roboter weiß, als ob der darauf reagieren würde. Toll, in der Kiste war nichts drin. Was soll denn das? Weißt du, es wäre so genau dasselbe. Du würdest sagen zu dem Roboter so, ich bin der Weihnachtsmann, töte mich nicht. Sonst gibt's keine Geschenke für Kinder. Das ist vollkommen irrelevant, wer du dann bist. Du wirst einfach vernichtet. So. Okay, ich gucke einmal hier. Hier ist nix. So, Danny, wo müssen wir hin? Da saß er. Als Warden von Black Iron möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. Ach ja. Dem Beginn einer neuen, strahlenden Zukunft. Ja, davon bin ich überzeugt. Noch wieder eine Druckkammer. Hä? Ich war im Stress. Hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach rausgerissen? Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Über jemanden, den ich kenne. Kannst du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Das ist eine gute Frage. Okay. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernruf. Ja, okay. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen, um aufs Landungsdeck zu kommen. Mhm. Ja, von da aus sind wir losgeflogen. Ich frage mich, wie viel da jetzt noch kommt vom Spiel. Also wie weit wir sind. Oh nein. Ich rufe den Aufzug. Ja. Oh nein, wenn die wieder lebendig werden, ne? Sie töten alle. Ich vermute, jemand versucht zu verschleiern, was hier passiert ist. Ja, ja. Es wird kurz dauern. Schau dich um. Vielleicht findest du was. Okay, das ist eine Aufforderung, die ich nachgehe direkt. Dr. Clinton Mailer, Verschiffung. So, wo haben wir denn? Da. Okay, Verbrenner. Eine neue Form von Biofahrt. Nee, Moment. Zur spontanen Verschiffung. Das war das, ne? Zur Hölle hat Cole vor. Oder? Oben die in modifizierte Gamma-2-Frachtcontainer verladen wurden. Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es heraus. Oder was das? Ich bin mir nicht sicher. Persönliches Logbuch. Dr. Caitlin Mahler. Heute in Black Iron angekommen. Cole das erste Mal getroffen. Er hat mich dazu autorisiert, das Programm neu zu starten. Das wird nicht einfach sein, aber ich
vertraue auf mein Team. Sie wissen genauso gut wie ich, was auf dem Spiel steht. Die Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir noch nicht gehört haben. Eine neue Form von Biophagen, die zur spontanen Verbrennung fähig sind. Ursprünglich dachte ich, sie könnte einheimisch sein, aber die Morphologie ist eindeutig menschlich. Das Objekt war mit einem Mark-1-Implantat ausgestattet. Vielleicht etwas, das von Arkens heraufgekommen ist? Was ich weiß, ist, dass Cole sich verändert hat. Seit Europa... Ja gut, das haben wir schon gehört. Okay. Ja, gerade sagt sie, sie soll mich umgucken und jetzt wird sie nervös. Ja, komm. Lass mich doch mal gucken. Mann. Ich will gucken. System offline. System offline. So, warte. Mein Gott, jetzt nerv doch nicht. Du hast gerade gesagt, ich soll mich umgucken. Das mache ich doch direkt. Kann ich an dem vorbei? Bestimmt nicht, ne? Nee, okay. Du. So, ich hoffe, wir haben alles gesehen und entdeckt und gefunden. Hier vielleicht noch? Anscheinend ja nicht. Der Aufzug ist da. Habe ich gesehen. Also, ich muss ihn drücken. Sind gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich es nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas habe ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würde es gern glauben. Boah, cool. Da ist es. Noch 2 Minuten. Das passt genau. Das wird niemals klappen. Groß als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wenn es uns hier wegbringt. Das wird niemals klappen. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Trotzdem, sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura. Ihre Reise war besonders weit. Den ganzen Weg von Europa. Was sagen Sie? Doch leider steht zu viel auf dem Spiel. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist, haben Sie sich meinen Respekt verdient. Halt. Nein, nicht. Lauf! Lauf! Lauf, lauf! Jacob, nimm meine Hand! Jacob! Hä, ich hab gedrückt! Was? Wo muss ich hin? Ich hab X gedrückt! Oh, fuck, Mann! Ich muss den lenken, ne? Ich lenke den Charakter gerade. Alter! Oh, fuck! Nein! Oh! Ich habe bei EX gedrückt! Also, wir haben Hallos, ja? Verstehe ich richtig. Und wir haben das schon mal auf Europa erlebt, ne? Das war ein Sturz, das sag ich dir aber. Ohne Seil und ohne doppelten Boden.
Dani! Dani. Unten. Jacob! 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 Komm! Wir müssen weg! Schnell! Da kommt noch mehr! Wo zur Hölle sind wir? Weiß nicht. Moment. Die Konsole funktioniert noch. Oh Gott. Was? Das ist Arkas. Was ist das? Arkas. Die ursprüngliche Kolonie, auf der das Gefängnis gebaut wurde. Das bedeutet nichts Gutes. Der Zug in der Nähe. Der bringt uns zum Transportzentrum. Von dort zur Kolonie und dann zurück nach Black Iron. Zurück nach Black Iron? Nein! Kommt nicht in Frage, wir sind fast gestorben, um da rauszukommen. Hier geht's nicht ums Fliehen, Jacob. Worum geht es nicht dann? Mehr. Worum geht es? Antworten! Warum schießt der Warden eines seiner eigenen Schiffe ich ab? Weiß und es. Was hat das mit Europa zu tun? Das wird doch nur ein weiterer Job sein. Das ist verdammter Irrsinn! Haben wir eine Wahl? Komm, hier ist es nicht sicher.